Robert Kiyosaki berichtet in seinem Buch Rich Dad, Poor Dad von seinen beiden Vätern. Einmal seinen leiblichen Vater, der eher relativ arm war, also sein Poor Dad. Er war ein Arbeiter in der Mittelschicht und hatte nicht so viel Ahnung von Geld. Und von seinem reichen Vater, den Vater eines Freundes, der dem er schon fast so wie seinen anderen Vater eben ansah und der ihm Tipps gab, wie man mit seinen Finanzen und mit Geld richtig umgeht und vor allem sein Geld. Er erzählt in diesem Buch eben die verschiedenen Weltanschauungen seiner beiden Väter, vergleicht sie und erzählt auch, wie er selber gelernt hat, Geld zu verstehen und wie er sein Vermögen aufbaute und sogar selber Millionär wurde. Erzählt er auch in seinem Buch, wie man selber Geld verdienen kann und Geld besser verstehen kann und das anhand von einfach verständlichen Lektionen, das wirklich jeder verstehen kann. Es war tatsächlich der erste Finanzratgeber, den ich gelesen habe und das erste Buch, was Geld oder Finanzen im Allgemeinen als Thema hatten. Und ich muss sagen, ich habe mich dadurch schon sehr unterhalten gefühlt, weil es wirklich eine einfache Schreibweise ist und es Robert wirklich schafft, jemanden bei der Stange zu halten. Es ist wirklich spannend zu lesen und es wird einem wirklich überhaupt nicht langweilig dabei. Ich hatte eine gute Zeit, als ich es gelesen habe, muss ich schon gestehen. Es war in einem Rutsch und durch. Und ich muss wirklich sagen, es hat mich sehr motiviert, mich selber mit meinen Finanzen zu beschäftigen, mit Geld zu beschäftigen und mit Anlagen im Allgemeinen zu beschäftigen. Das hat es wirklich gut gemacht. Also ich kann wirklich sehr gut verstehen, warum so viele von diesem Buch überzeugt sind und warum so viele sagen, es ist der beste Finanzratgeber, der je geschrieben wurde. Und ich auch immer wieder von Leuten höre, die eigentlich gar keine Bücher lesen, dass sie aber dieses Buch gelesen haben und es ihnen geholfen hat, ihre Finanzen in den Griff. Und ich muss auch sagen, dass die ganzen Lektionen, die Robert in dem Buch beschreibt, wirklich sehr einfach und verständlich sind und die meisten davon sind grundsätzlich auch korrekt. Allerdings muss man da natürlich unterscheiden, dass einige Tipps da drinnen nicht wirklich bei uns so gut anwendbar sind wie in Amerika. Es gibt natürlich steuerliche Unterschiede, vor allem bei Immobilien, über die man sich Gedanken machen muss. Aber ansonsten hat eigentlich jede Lektion im Allgemeinen seine Richtigkeit und wird auch sehr gut und einfach erklärt, die meisten davon anhand einer einfachen Bilanz, die wirklich leicht verständlich und faktisch auch richtig ist, so wie es da steht. Allerdings finde ich, dass das Thema in den Büchern des Öfteren auch wiederholt wird und ein bisschen zu oft wiederholt wird. Allerdings ist es dadurch wirklich für jeden wohl verständlich. Wie man den Unterschied zwischen Forderungen und Verbindlichkeiten erkennt, ist in dem Buch wirklich sehr gut dargestellt. Das ist einer der wichtigsten Punkte in dem Buch und finde ich auch faktisch wertvollsten. Es gibt allerdings einen Tipp, den ich in dem Buch wirklich als faktisch falsch einstufe und vielleicht sogar als gefährlich für einige. Und zwar ist das der Tipp, bezahle dich selbst zuerst. Und zwar geht es einfach darum, dass Robert meint, man solle mit seinen Einnahmen, die man verdient, zuerst für sich selber ausgeben und sich die Dinge kaufen, die man möchte, bevor man seine Rechnungen zahlt und eben zu allerletzt seine Rechnungen und Verbindlichkeiten bezahlt, also quasi andere zu bezahlen. Ich kann nur jeden davon abraten, das zu tun. Ich glaube, jedem sollte klar sein, dass man seine Verbindlichkeiten zuerst bezahlen sollte und nicht zu spät. Und im Strich kann man also sagen, dass es ein sehr unterhaltsames, spannendes und leicht verständliches Buch ist, was finanzielles Wissen an Laien gut vermittelt. Und es ist ein sehr gutes Buch für den Einstieg, aber dass es nicht allein ausreicht für eine finanzielle Ausbildung, ist ganz klar. Es hat nur wirklich einige Informationen, aber man muss noch deutlich nacharbeiten. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass es nicht allein ausreicht für eine finanzielle Ausbildung und dass man auf jeden Fall noch vieles Wissen sich aneignen muss, um Finanzen richtig zu verstehen und reich werden zu können. Dafür reicht das Buch bei weitem nicht alleine aus, aber das will es auch nicht. Aber auf jeden Fall motiviert es, sich damit zu beschäftigen und tiefer in die Materie sich einzugraben. Denn einer der Tipps ist auch, dass man sich finanzielles Wissen aneignen soll. Man sollte lernen, die Steuergesetze in seinem Land kennenzulernen. Finde ich zum Beispiel ist ein sehr guter Ratschlag. Und generell sich einfach so viel möglich finanzielles Wissen aneignet, wie es nur geht. Sei es im Beruf oder privat, ist ganz egal. Und das macht das Buch sehr gut, einen zu motivieren, das zu tun. Und Robert versucht einen auch zu ermutigen, das zu tun. Also das Buch will nicht allein ein Gesamtwerk sein, wie man reich wird. Das kann es nicht und das will es auch nicht. Habt ihr das Buch gelesen? Und was haltet ihr von dem Buch? Schreibt es mir in die Kommentare. Moment.
Wie kam Robert eigentlich zu seinem Reichtum und gab es den reichen Vater wirklich und wer war er eigentlich? Robert ist Millionär, das lässt sich nicht bestreiten, aber wie kam er eigentlich zu seinem Vermögen? Kam er an sein Geld wirklich durch kluge Investments oder kam man an das Geld auf anderem Wege? Seinen ersten Job hatte Robert bei Xerox. Das ist eine Firma, die Drucker verkaufte und er war Verkäufer. Dort lernte er erstmals wirklich, wie man verkaufen kann und wurde quasi ein selbstgelernter Geschäftsmann dort. Und es dauerte nicht lange, da gründete er auch schon seine eigenen Unternehmen. Unter anderem stellte er Geldbörsen her und verkaufte Metals. Scheiterten alle Unternehmen, die er gründete, bis er damit begann, Seminare zu starten und Seminare zu führen, wie man denn reich werden würde. Dabei gründete er ein Unternehmen namens Money and You und führte eben diese Seminare durch, wo er tatsächlich sein erstes Vermögen aufbaute. Und mit diesen ersten Gewinnen investierte er dann in den Immobilienmarkt. Und soweit stimmt es auch faktisch, was er im Buch beschreibt. Er hat einige gute, kluge Immobilieninvestments gemacht und konnte so seine ersten Gewinne deutlich vervielfachen und auch seine ersten Millionen verdienen. Allerdings stammt der Großteil seines jetzigen Vermögens nicht von klugen Investitionen in Aktien oder Immobilienmarkt, sondern tatsächlich durch sein Buch und seine anderen Bücher und die Seminare, die er führt. Denn ja, er führt immer noch Seminare, beziehungsweise hat das auf jeden Fall noch bis vor kurzem. Und da kommt wirklich der Mammutanteil seines jetzigen Vermögens her. Das muss man ganz klar unterstreichen. Robert ist nicht irgendein großer, kluger Investor. Natürlich auch, er hat kluge Investitionen gemacht, macht sie sich auch zum Teil noch weiterhin. Aber hauptsächlich ist er einfach ein Geschäftsmann, ein Verkäufer. Und es ist wichtig, dass man das natürlich weiß. Und da muss ich auch eine ganz klare Warnung aussprechen. Seine Seminare sollten nicht besucht werden. Ich glaube nicht, dass irgendjemand aus dem deutschsprachigen Raum seine Seminare besuchen will oder wird. Aber dennoch ist da große Warnung ausgesprochen. Die Seminare werden nämlich nicht von Robert direkt geführt, sondern von anderen Geschäftsmännern und Rednern, die wirklich gut darauf bedacht sind zu reden, aber nicht wirklich irgendwelche wichtigen Werte oder Wissen zu vermitteln. Es geht da hauptsächlich wirklich nur darum, den Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und Robert hat auch noch andere Dinge am Laufen, die eher zwielichtig sind und die großes Aufsehen erregen. Denn er praktiziert auch einige Geschäftspraktiken, die eher unkonventionell sind. Nämlich eins seiner Unternehmen, Rich Global LLC, hat eben den Konkurs angemeldet und das einfach nur, damit er nicht die 24 Millionen Schulden, die er mit der Firma hat, bezahlen muss. Er polarisierte auch sehr mit seinen Tweets während der Corona-Pandemie, wo er sich eben ganz klar gegen Masken aussprach und auch noch anderen Tweets, wo er sich auf die Seite des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump stellte und auch während den Wahlen eben ganz klar gegen Biden schoss. Das ist natürlich jedem seine Meinung, wen er politisch unterstützt, allerdings waren seine Tweets doch eher polarisierend und ja, ich kann verstehen, warum er deswegen herber Kritik ausgesetzt. Außerdem konnte bis heute noch nicht 100% nachgewiesen werden, ob sein reicher Vater wirklich existierte oder ob es eine reine Erfindung von Robert war und als Stilmittel einfach nur instruiert wurde, um das Buch ein bisschen spannender und verständlicher rüberzubringen. Denn bis jetzt hat Robert die wahre Identität seines reichen Vaters nie wirklich erwähnt oder halt öffentlich gemacht. Der einzige Nachweis, den Robert uns wirklich liefert, war ein Interview mit dem Sohn seines reichen Vaters, also seinem damaligen Schulkameraden, der halt auch im Radio-Interview bestätigte, dass sein Vater der Rich Dad ist und Robert die Wahrheit sagt. Natürlich kann man das auch ganz leicht faken und das ist kein hundertprozentiger Beweis, doch das ist das, was eben am nächsten drankommt. Allerdings, wenn man jetzt sich den Namen von eben dem Sohn des reichen Vaters anschaut, Alan, gibt es da einige Verbindungen, die man aufgestellt hat und die ich jetzt bei meiner Recherche auch gefunden habe. Der Name des Freundes von Robert ist nämlich Alan Kimmy. Und wenn man schaut, sein Vater ist tatsächlich gestorben und sein Vater hieß Richard Kimmy und er starb 2009. In seinem Nachruf konnte man lesen, Kimmy liebte es zu lernen und sein Wissen über Finanzen und Marketing weiterzugeben. Einer seiner Schüler war Robert Kiyosaki, Autor der berühmten Buchreihe Rich Dad Poor Dad. Das ist wirklich sehr treffend, deswegen ist es schon wahrscheinlich, dass er wirklich der Rich Dad war von Robert Kiyosaki. Robert sagte aber auch in einem Interview im Jahr 2003, dass sein reicher Vater nicht eine einzige Person ist, sondern eine Sammlung von Personen, die ihm auf seinem Weg zum Reichtum Tipps und Ratschläge kamen. Ist wahrscheinlich, dass Kimmy zwar
die Vorlage und das, die Hauptvorlage für seinen reichen Vater war, aber dass der reiche Vater, den er in seinen Büchern darstellt, nicht wirklich existierte. Einen hundertprozentigen Beweis gibt es also nicht. Was haltet ihr von Robert Kiyosaki und seinem Buch Rich Dad Poor Dad? Findet ihr eher, dass er wirklich so ein guter Finanzratgeber ist oder ist er eher einfach nur ein guter Geschäftsmann und versucht den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen? Schreibt mir die Meinung einfach in die Kommentare.